Gut, dann schauen wir uns mal drei Gärtchen an. Im ersten Paradiesgärtchen haben wir halt einfach eine Kaki. Eine gute winterharte Kaki kombiniert mit etwas, was, also das wird sehr spät reif. Das wird dann hier im November reif. Eigentlich werden sie am Baum reif, dann werden sie dann gelb-orange werden, dann sind sie reif. Das sind Kaki-Sorten, die weich werden müssen und dann gut sind. Man kann sie aber auch unreif noch pflücken im Oktober, November, wenn man dem norddeutschen Klima nicht traut, sie nach Hause nehmen, zusammen in einer Obstschale lagern, bis eine klimakterische Frucht und dann reift sie langsam nach und irgendwann ist sie dann wunderbar. Mit irgendwo auch ein Video haben wir letztes Jahr in Bad Zwischenahn gedreht, wo wir in Bad Zwischenahn gereifte Kaki gegessen haben. Also es geht. Und darunter haben wir fast die erste Beerenfrucht des Frühlings, das sind Erstbeeren, Lonicera cerulea, heißen auch Maibeeren bei den einigen oder Honigbeeren, wir nennen sie Erstbeeren. Da waren in den letzten 10, 20 Jahren viele Sorten auf dem Markt aus Russland, die waren gut, die waren sehr früh, nämlich schon im Mai reif, aber die haben nach der Ernte keine schönen Blätter mehr, die haben so nekrotische Blätter, eine Pflanze, die im Garten keine Freude macht. Und wir haben dann in den USA Pflanzen aus Japan entdeckt und auch Lonicera cerulea, die auch etwas später reif werden, das ist der Nachteil, 2, 3, 4 Wochen später, teilweise erst im Juni, drum eben keine Maibeeren, sondern Erstbeeren, aber etwas besser schmecken und vor allem auch bis in den späten Herbst hinein ein wunderschönes bläulich, etwas grauliches, grün-grauliches Blatt haben. Wir werden auch Sorten bringen, die dann wirklich ein Blatt haben, das richtigen Zierwert hat. Also eine Verbesserung der Erstbeere, also die erste Frucht und sozusagen die letzte Frucht in einem Garten. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation um mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.